Na, wer schnetzelt sich denn dadurch untote griechische Soldaten? Natürlich Kratos, der Sohn des Zeus. In God of War 3, das exklusiv für die PlayStation 3 erscheint, will der sogenannte Geist Spartas endlich seine Rache an den Göttern zu Ende bringen. Sony beendet damit gleichzeitig auch die actionreiche Trilogie, die auf der PlayStation 2 ihren Anfang nahm und in deren Verlauf sich der grimmige Antiheld Kratos munter durch die griechische Sagenwelt schnetzelte. Nun soll also alles vorbei sein. Schade, denn wir hatten den rachsüchtigen Glatzkopf richtig ins Herz geschlossen. Doch bevor die blutige Story ihr ergreifendes Ende findet, stehen noch einmal knapp 10 Stunden Gemetzel vor dem letzten Zusammentreffen zwischen Kratos und Zeus. Wie in den vorangegangenen Teilen schlitzt und prügelt ihr euch auch im dritten Teil durch thematisch unterschiedliche Gebiete. Das Spiel beginnt genau dort, wo der Vorgänger aufhörte. Kratos stürmt auf dem Rücken der Titanin Gaia den Olymp, um dort seinen Vater zu konfrontieren. Besonders imposant sind dabei die Sequenzen, in denen er über Gaias gigantischen Körper klettert, während sie sich weiter bewegt. Dabei trefft ihr zum Beispiel auf Bossgegner wie den Meeresgott Poseidon, der seine Wasserpferde auf euch hetzt, bevor ihr ihn in einer äußerst heftigen Zwischensequenz zu Klump prügelt. Wie alle Bosskämpfe im Spiel ist das Zusammentreffen sehr spektakulär inszeniert und gespickt mit kleinen Quicktime-Sequenzen. Vorher müsst ihr den feigen Wassermann aber erstmal schwächen, indem ihr auf die krustentierähnlichen Beine seiner Pferde einschlagt und ihm schließlich von Angesicht zu Angesicht eins auf die Mütze gebt. Das Kreissymbol über seinem Kopf ist schließlich das Signal für euren Quicktime-Einsatz. Besonders löblich: die Tastensymbole sind genau so angeordnet wie die 4 Aktionstasten auf dem Controller. So seht ihr auch, ohne genau hinzuschauen, welcher Knopf gerade gefragt ist, und könnt dabei wunderbar die automatisch ablaufenden Sequenzen bewundern. Die sind bei God of War 3 teilweise ziemlich beeindruckend und sorgen zusammen mit den atmosphärischen Zwischensequenzen für ordentlich Stimmung. Im Gegensatz zu den beiden Vorgängern hat Sony diesmal übrigens auf vorgerenderte CGI-Filmchen verzichtet und verlässt sich stattdessen auf epische Animationen auf Basis der leistungsfähigen Spiele-Engine. Damit kann man gut leben, weil so alles aus einem Guss erscheint und die Spielegrafik außerdem mit zum Besten gehört, was es bisher auf der PlayStation 3 zu sehen gab. Hier seht ihr die äußerst brutale interaktive Sequenz, in der Kratos Poseidon den Rest gibt. Ungemein effektiv wird hier die Opferperspektive eingesetzt, aus der ihr einen Großteil des Geschehens erlebt. Wie in jedem Spiel der God of War-Reihe muss Kratos natürlich auch Sprung- und Klettereinlagen meistern. Das kann durch die etwas ungenaue Controller-Abfrage besonders dann etwas haarig werden, wenn ihr unter Zeitdruck steht.
Zum Beispiel beim Wettrennen, das ihr im weiteren Spielverlauf gegen den Gott Hermes bestehen müsst und bei dem euch der Boden unter den Füßen wegbricht oder ihr von einer Feuerwalze verfolgt werdet. Deshalb solltet ihr euch so schnell wie möglich mit den Feinheiten und auch den Zicken der Steuerung vertraut machen. Im Verlauf des Spiels häuft Kratos ein ganzes Arsenal magischer Waffen an. So zum Beispiel den Feuerbogen, aber auch die Kampfhandschuhe des Herakles oder die Kettenklingen des Hades. Jede dieser Waffen hat eine magische Sonderfunktion, die ihr über einen simplen Tastendruck auslöst. Hier seht ihr zum Beispiel die Geister Spartas, die Kratos zu Hilfe kommen. Jede Waffe lässt sich gegen rote Seelenorbs in mehreren Stufen aufrüsten, wobei auch die Stärke der Magieattacken steigen. Gegner gibt's in allen Größen, klein und handlich zum sofortigen Auseinanderreißen, bis hin zu wahrhaft gigantisch, wie ihr beim spektakulären Kampf gegen den Titanen Kronos feststellen werdet. Bei etwas widerstandsfähigeren normalen Widersachern wie dieser Steinstatue lohnt es sich, auf das Kreissymbol über dem Kopf zu achten. Sobald das nämlich nach einigen schwächenden Treffern eurerseits erscheint, ist es Zeit für die Finisher-Sequenz. Stellvertretend für die zahlreichen Rätsel von God of War 3 zeige ich euch hier die verflixte Hades-Statue, die einen wirklich zur Weißglut bringen kann. Aber nicht doch, warum lauft ihr denn weg? Spoiler, sagt ihr? Keine Angst, das ist bei weitem nicht das komplexeste oder gar kurioseste Rätsel des Spiels. Ziel des Ganzen ist es, die Arme der Statue in den Handschellen zu fesseln. Dummerweise könnt ihr nur einen Arm auf einmal bewegen und sobald sich die Schellen erneut öffnen, bewegt er sich zurück. Des Rätsels Lösung ist tiefgründig. Ein Stockwerk tiefer findet ihr nämlich ein bewegliches Hindernis, das ihr unter eines der Räder klemmt, um zu verhindern, dass sich die Hand wieder zurückbewegt. Jetzt heißt es, die Handfesseln wieder zu öffnen und die zweite Hand anzuketten. Habt ihr das geschafft, schlagt ihr der Statue den Bauch ein, schwingt euch durch das Loch und habt den Göttern erneut ein Schnippchen geschlagen. God of War 3 ist spielerisch top, hat aber mit einigen technischen Problemen zu kämpfen, wie der Kriegsgott gegen diesen Cerberus. Zwar sind viele Stellen des Spiels einfach nur noch phänomenal anzuschauen, doch dann gibt's auch wieder ziemlich hässliche bzw. langweilige Stellen wie den Hades, der kaum mit grafischen Höhepunkten auftrumpfen kann. Da war die Unterwelt von Dantes Inferno um einiges hübscher. Erlebt ihr aber die Glanzpunkte des Spiels, wie etwa die beiden Levels, die komplett auf den Körpern von Titanen spielen, seid ihr wiederum sprachlos vor Ehrfurcht. Wer eine PlayStation 3 besitzt und auch nur ein kleines bisschen Affinität zu Actionspektakeln oder griechischer Mythologie besitzt, kommt an diesem Spiel nicht vorbei. Habt ihr euch allerdings noch nie mit Kratos durch die monströsen Gegnerhorden der Vorgänger geschlitzt, solltet ihr das vor dem Genuss des dritten Teils unbedingt nachholen, da die Story sonst etwas schwer nachvollziehbar ist. Und gerade bei einer wahrhaft epischen Trilogie wie den God of War-Spielen wäre das extrem schade.